Die Sektorenkopplung beschäftigt uns schon länger, denn die ursprüngliche Erfindung war im Grunde die Kopplung der Erzeugung von Strom mit Wärme. Genauer gesagt, schon länger gibt es Kraftwerke, die Strom erzeugen und lange Zeit ihre Wärmeerzeugung einfach vernichtet haben. Man hatte da eine gewisse Kühllast und die wurde einfach weggekühlt. Ein großer Schritt vorwärts war es, dass die Stromerzeugung schließlich stärker darauf ausgerichtet wurde, die genutzte Primärenergie möglichst vollständig zu nutzen und die Stromerzeugung, die Kraft, also mit der Wärmenutzung zu koppeln. Das geht am besten in relativ kleinen Anlagen, in motorischen Stromerzeugungsanlagen. Deswegen sind die Blockheizkraftwerke zu einem wichtigen Bestandteil der Lösung zukünftiger Energieprobleme geworden. So, und wenn man die dann noch regenerativ antreibt, zum Beispiel mit Biogas, dann sind wir in der Energiewende einen ganz schönen Schritt weiter. Warum aber ausgerechnet Biogas, wo wir doch eigentlich mit Wind und Sonne unseren Strom erzeugen können, das ist Gegenstand meines Beitrags. Da steht bei meinen Folien obendrauf die Flexperten, das Netzwerk Flexperten. Das möchte ich vorab nennen, wer hier dahinter steht. Das ist eine ganze Reihe von Planern, die im Bereich Biogas- und Kraft-Wärme-Kopplung unterwegs sind. Das sind wissenschaftliche Institutionen, mit denen wir in Partnerschaft arbeiten im Netzwerk. Auch solche, die in der Öffentlichkeitsarbeit unterwegs sind, insbesondere Energieagenturen. Das sind Direktvermarkter, Stromvermarkter, Hersteller von Blockheizkraftwerken und Hersteller von Speicherlösungen, die sich in diesem Netzwerk zusammengefunden haben, für das ich hier sprechen möchte. Die Themen heute gehen aus von dem Gebäudeenergiebedarf, der ganz zentral steht, weil es einer der dicksten Brocken ist in der Energiewende. Geht aber über die Frage, wo kriegen wir den Strom her, wie geht es mit Wind, Sonne und Speichern, wozu brauchen wir da die Biomasse. Die Frage der Ökologie vom Biogas ist eine ganz wichtige. Und dann ist die Frage, wie wir damit umgehen, was das bedeutet in der Sektorenkopplung, einerseits mit Stromübermengen, andererseits aber auch die Residuallastdeckung hinzukriegen. Wozu brauchen wir jetzt den Strom? Klar, keine Frage. Wir haben einen Strombedarf, der allerdings eine Besonderheit hat, denn er muss exakt zeitgleich erfüllt werden. Und wenn wir uns angucken, wie der Strombedarf sich verhält, dann erkennen wir ein deutliches Verbrauchsmuster, eine Schwankung, die was damit zu tun hat, mit unserem Verbrauchsverhalten natürlich, und einen Wechsel zwischen 40 und etwa 80 Gigawatt Last bedeutet, also Verbrauch. Da gibt es den typischen Fall, dass wir am Wochenende weniger Energie verbrauchen, klar, weil da weniger Industrienachfrage da ist. Und wir wissen, dass wir nachts weniger Strom verbrauchen, morgens und abends dagegen zwei Bedarfsspitzen haben, die Stromabnahme und bisher natürlich auch die Stromerzeugung prägen. So, und jetzt gucken wir mal an, wie uns die erneuerbaren Strommengen zur Verfügung stehen. Dann können wir feststellen, hoppla, das ging zu schnell, dass die Erzeugung durchaus einem ähnlichen Rhythmus folgt, insbesondere, na klar, die Sonne, die nur eben tagsüber zur Verfügung steht, hier in der gleichen Woche aufgezeigt und im Tagesrhythmus mittags eben ordentlich Strom aus Sonnenlicht uns in das Netz spült. Hier ist es eine Frühjahrswoche, das heißt im Winter ist das eher noch ein bisschen weniger, im Sommer dafür noch deutlich mehr Stromerzeugung aus Sonne. Und zwar das bei heutigen Verhältnissen, wo wir ungefähr 50% erneuerbare Energien im Stromnetz haben. Der zweite dicke Brocken neben der solaren Stromerzeugung hier in Gelb ist in Blau die Ernte aus Windenergieanlagen, die sich natürlich nach dem Wetter richtet. Also ein Tiefdruckgebiet bedeutet, dass wir dann schon mal eine ganze Weile lang, auch über mehrere Tage hinweg, ziemlich hohe Windernte haben. In Hellblau noch etwas unscheinbar die stark wachsende Offshore-Energiemenge, die Strommenge, die uns zusätzlich zur Verfügung steht. Und dann
hier in grün eingezeichnet, etwa 4,5 Gigawatt permanente Einspeisung aus Biomasse, Stromeinspeisung, die in Biomasseanlagen erzeugt wird. Und das zusammen macht dann etwa diese 50% Deckung aus erneuerbaren Energien. Das, was übrig bleibt, also was wir noch zusätzlich brauchen, um den Strombedarf zu decken, das ist hier noch in bunt eingezeichnet. Ich gehe nochmal zurück. In Braunkohle, Steinkohle, Atomenergie, Gaskraftwerke tragen dann dazu bei, die Differenz zu dem Strombedarf zu decken. Wenn uns klar ist, dass wir in den nächsten möglichst 10 Jahren von etwa 50% erneuerbaren Energien auf etwa 80% hochgehen und insbesondere Wind und Sonne dabei die Arbeitspferde der Energiewende sind, dann können wir uns ziemlich genau ausrechnen, wie sich das dann verändern wird. Das heißt, in den Zeiten, in denen die Sonne scheint, ernten wir eben mehr Solarstrom. In den Zeiten, in denen der Wind weht, bekommen wir mehr Windstrom. Aber nicht eben leider in den Zeiten, in denen wir das brauchen. Also wenn wir die Erneuerbaren, die fluktuierenden Erneuerbaren in der Menge etwa verdoppeln, dann bekommen wir tatsächlich eine ganze Menge mehr Strom in Spitzenzeiten. Aber in den Zeiten, in denen wir vorher schon fast nichts hatten, hilft auch eine Verdoppelung der erneuerbaren Mengen nichts. Das heißt, es bleiben etwa 50 bis 60 Gigawatt Residuallast, also Last, die wir nicht aus dem Fluktuierenden decken können. Und in anderen Zeiten wiederum haben wir deutlich mehr Strom, als wir brauchen, aus Wind und Sonne addiert hier zum Beispiel an diesen 2 Tagen. Das heißt, wir haben, obwohl wir noch keine 100%ige Deckung haben an erneuerbaren Energien, an bis zu 3000 Stunden etwa ein Überangebot von nicht zeitgleich verwendbarem Strom, wenn wir die erneuerbaren Energiemenge aus den Fluktuierenden verdoppeln, dann kommen wir auf ungefähr 80% Deckung mit Erneuerbaren. Und das sollte, wenn wir es ernst meinen mit dem Klimaschutz, möglichst schon 2030 der Fall sein. In diesen Zeiten, in denen wir schon Stromübermengen haben, macht es natürlich keinen Sinn, noch Strom zusätzlich aus gespeicherten Energien, aus Brennstoffen zu erzeugen. Also weder aus Erdgas, Kohle und Atom sowieso nicht. Und auch nicht aus Biogas. Im Jahr 2030, möglichst nicht lange danach, sollten die letzten Kohlekraftwerke abgeschaltet sein. Schon in 2 Jahren werden wir keine Atomkraft mehr im deutschen Netz haben. Das heißt, da kommen für die Deckung von überhaupt den Residuallasten, also den jetzt hier übrigen rot gefärbten, nicht durch fluktuierende erneuerbaren gedeckten Bedarfe, nur noch Gaskraftwerke und Biomassekraftwerke in Frage. Und deren Brennstoff ist kostbar, deswegen sollten wir ihn nicht in diesen Zeiten verheizen, in denen wir sowieso genügend Erneuerbare haben. Das bedeutet, alle diese Kraftwerke müssen dann so flexibel sein, dass sie auch wirklich genau in den Zeiten des Bedarfs einspeisen und dann ihren Strom zur Verfügung stellen. Wenn wir da noch deutlich weiter gucken und sagen, okay, also eine 100%ige bilanzielle Deckung. Vielleicht bringt es das ja. Nein, das reicht dann immer noch nicht, um die Residuallast zu decken. Die Residuallast bleibt sogar relativ fast gleich hoch. Wir bekommen nur größere Übermengen, also nicht zeitgleich verwendbare Strommengen. Das muss uns klar sein. Wir brauchen also einen nahezu gleich großen Kraftwerkspark in Zukunft, der allerdings an wesentlich kürzeren Zeiten einspeist. Und wenn wir heute Kraftwerke zubauen oder heute Kraftwerke weiterentwickeln, wenn wir heute Kraft-Wärme-Kopplung weiterentwickeln, dann sollte die natürlich heute schon darauf ausgelegt sein, genau diese Bedarfe zu erfüllen, weil wäre idiotisch, nicht die Erkenntnisse, die man hat, das, was man sich heute schon ausrechnen kann, zu nutzen, wenn wir Infrastruktur bauen, die wahrscheinlich 20, 30, 40 Jahre technisch läuft. Ich erinnere daran, dass konventionelle Kraftwerke durchaus Lebensdauer haben, die 40 Jahre und darüber betragen. Also das heißt, wir haben es da mit Investitionen zu tun, der Nutzungsdauer wirklich sehr lang ist. Das ist jetzt, wenn wir die Photovoltaik- und Winderzeugung gegenüber heute etwa verdreifachen. Klammer auf, das gibt hier jetzt in dieser Hochskalierung nicht wieder,
dass das Hellblaue hier, also der Offshore-Wind, die Offshore-Winderzeugung wahrscheinlich sogar etwas stärker wächst. Wahrscheinlich wird auch die PV etwas stärker wachsen. Beim Wind erwartet man, dass die Widerstände gegen das Aufstellen von größeren Windanlagen eben da als zusätzliche Bremse wirken. Eigentlich schade, denn die größeren, moderneren Windanlagen sind auch die, die sich besser in die Landschaft einfügen. Warum? Weil sie nicht so schnell drehen, weil sie langsamer und majestätischer sich bewegen. Das ist, wenn Sie das mal beobachten, in der Praxis draußen tatsächlich eine Entspannung. Und man braucht auch viel weniger große Windräder als kleine, um die gleiche Strommenge zu erzeugen. Ja, wir fassen mal zusammen. Auch bei weit über 100% bilanzieller Deckung des Strombedarfs mit erneuerbaren Energien wird der Bedarf nicht jederzeit gedeckt. Das können auch Stromspeicher nicht alleine leisten. Da gucken wir gleich mal genauer rein. Und deshalb werden wir weiterhin es nötig haben, dass wir einerseits die Stromübermengen vernünftig nutzen, indem wir flexible Bedarfe speziell versuchen, besser zu etablieren. Die können dann zusätzlich versorgt werden mit den Stromübermengen. Dabei ist ganz vorne steht die E-Mobilität. Warum? Weil die E-Mobile ihren eigenen Stromspeicher mit sich tragen. Man muss sich klar machen, dass ein Stromspeicher in einem E-Mobil, der für 300 Kilometer Fahrreichweite ausreicht, bei dem durchschnittlichen Bedarf an Mobilität mit dem Auto auch für deutlich länger als eine Woche genügend Strom an Bord hat. Das heißt, wer durchschnittlich weit fährt, muss seine Batterie alle Woche oder vielleicht alle 10 Tage nur aufladen. Er kann also innerhalb dieser 10 Tage sich dann die Zeiten aussuchen, in denen wir sowieso ausreichend oder mehr als ausreichend Strom im Netz haben. Die E-Mobilität ist die flexibelste Nachfrage und auch die mit der Dimension, mit einer nennenswerten Dimension, die als flexibelste Nachfrage überhaupt uns zur Verfügung stehen wird. Aber auch Wärme. Man wird aus Stromübermengen, bevor man den Strom abregelt, vielleicht sinnvollerweise auch lieber Wärme machen, um damit fossile Energieträger zu vermeiden, sei es mit Power to Heat, das ist sozusagen die Notmaßnahme, einen Tauchsieder anzuschalten in einem Wärmespeicher, bevor man das nahegelegene Windrad abregeln muss, zumindest solange die Wärme sinnvoll benutzt werden kann. Perspektivisch ist auch daran zu denken, dass sehr energieeffiziente Häuser mit Wärmepumpen versorgt werden und diese Wärmepumpen dann die Wärme erzeugen, wenn günstiger Überschussstrom zur Verfügung steht, denn auch diese Häuser sind auch etwas träger in ihrem thermischen Verhalten und können mit einem zusätzlichen Wärmepuffer dann den Strom in der Wärmepumpe wesentlich effizienter nutzen und diese Übermengen abbauen. Ja, oder auch das Zauberwort auch in der Sektorenkopplung Power to X, also die Erzeugung von beliebigen Energieträgern aus der Power, also dem Strom zu Überschusszeiten. Damit ist gemeint, dass zum Beispiel Wasserstoff oder auch Methan oder auch flüssige Treibstoffe aus Strom erzeugt werden können. Alle diese Verwendungen, die zeitlich weitgehend unabhängig organisiert werden können, nennen wir negative Flexibilitäten, weil sie zu Zeiten von Stromübermengen im Stromnetz als Stromverbraucher zusätzlich zur Verfügung stehen können. Wir brauchen aber auch positive Flexibilitäten, also regelbare Erzeuger. Und das werden, wie schon vorhin erwähnt, Gasturbinen oder KWK-Anlagen sein, die halt möglichst regenerativ gespeist werden, beziehungsweise auch aus den Treibstoffen versorgt werden, die wir mithilfe von Stromübermengen zu anderen Zeiten erzeugen können. Diese Kraftwerke, sowohl die Gasturbinen als auch KWK-Anlagen, erzeugen, wenn sie Strom herstellen, wenn sie Strom liefern, auch wiederum
Wärme, Abwärme, die sollte man natürlich in der Kraft-Wärme-Kopplung nutzen, um Heizwärmebedarfe zu decken. So, jetzt kommen wir mal zurück zum Strommarkt, zur Stromerzeugung und gucken uns an, wie sich die Agentur für erneuerbare Energien schon vor 2 Jahren vorgestellt hat, wie das so ist, wenn man auf 100% erneuerbare Energien kommt, und hat hier eine Residuallastkurve aufgetragen, ein bisschen willkürlich. Residuallast heißt, dass wir zeitweilig eben Stromübermengen haben, positive Residuallast oder negative Residuallast in den Zeiten, in denen wir halt andersrum, hier oben ist die Stromübermengen, das ist die negative Residuallast. Die positive Residuallast ist, wenn wir noch Energie brauchen, um die Bedarfe decken zu können. Und hier sind eine ganze Reihe von diesen verschiedenen Flexibilitäten aufgereiht. Hier oben sind die stromverbrauchenden Flexibilitäten, also Power to Heat hatten wir erwähnt, die Einspeisung in Batteriespeicher oder Pumpspeicherwerke gehört dazu, das vorhin schon erwähnte Aufladen von Elektrofahrzeugen gehört dazu oder eben auch Power to X, also zum Beispiel die Erzeugung von Wasserstoff in Elektrolyseuren, Power to Gas, ist hiermit erwähnt. Natürlich kann man den Strom auch exportieren, wenn man jemanden findet, der ihn gleichzeitig braucht. Allerdings, wenn viel Wind weht, wie gesagt, dann werden wir das in wenigen Jahrzehnten auch in ganz Europa so haben, dass dann keiner weiß, wohin mit dem Strom. Diese negativen Flexibilitäten sind sehr vielfältig, allerdings decken sie nicht die Residuallast, sondern sie verbrauchen überschüssige Residuallast, also negative Residuallast. Die positiven Flexibilitäten, nämlich die Erzeugung von Strom bereitstellen in einer Dunkelflaute, sind dagegen schon wesentlich anspruchsvoller. Und da sehen wir eine Reihe Dinge, die da immer wieder genannt werden, nämlich, dass man ja doch die Verbraucher, das Demand-Side-Management, die Verbraucher anpassen könnten an den Strombedarf. Da sind wir uns sicher, das wird überschätzt. Auch das Decken von Residuallast durch Speicher, also das Entladen von gefüllten Speichern, bringt nur einen sehr kurzfristigen Ausgleich, und es ist im Übrigen in den Energiemengen, die wir an Residuallast brauchen, wahnsinnig teuer. Der Stromimport, da sind die Leitungen eher knapp, und es ist auch die Frage, ob die Gleichzeitigkeiten wirklich ermöglichen, dass in den Nachbarländern genügend Menge und Leistung zur Verfügung steht, wenn wir sie brauchen. Das bedeutet, dass wir also dort nicht alles Denkbare an Bedarfen decken können. Strom speichern oder umwandeln, Rohstoffe umwandeln in erzeugten und bereitgestellten Strom, setzt voraus, dass wir sehr viel billigen Strom aus Übermengen haben und wir müssen sehr hohe Investitionen einsetzen. Das alles zusammen heißt, dass diese beiden hier noch übrigen Optionen, nämlich die regelbaren Erzeuger, zum Beispiel Gasturbinen oder Blockheizkraftwerke, für die dunklen Flauten auf lange Sicht unverzichtbar bleiben. Und das ist auch gar nicht schlimm. Man muss sich halt Gedanken machen, wie können wir die Rohstoffe für diese Erzeugung defossilisieren, das heißt aus erneuerbaren Quellen generieren. Und dazu gehört ganz sicher das Biogas. Und es gibt im Sinne der Sektorenkopplung die Querverbindung, dass das der Strom, der durch Elektrolyseure zu Wasserstoff gemacht wird, wiederum rückverstromt wird und wieder zu Strom erzeugt wird in Gasturbinen oder Blockheizkraftwerken. Das heißt hier, der erneuerbare Strom auf dem Umweg über das Gas und in regelbaren Erzeugern wieder zur Verfügung steht. Diese Blockheizkraftwerke übrigens können mit relativ geringen Änderungen in der Technik auch Wasserstoff verarbeiten. Regelbare Erzeuger bleiben also für die dunklen Flauten unverzichtbar. Wie geht das? Jetzt mal ganz direkt praktisch. Hier haben wir eine typische Biogasanlage, wie sie mal gebaut wurde. Eine Bestandsanlage mit 500 kW. In dem Kreis drin waren eben zu sehen die Fermenter, die hier die Substrate verarbeiten. Und das Gas geht hier
in das BHKW. Auch diese Anlage ist jetzt flexibilisiert worden. Die macht also nicht mehr 500 kW elektrisch permanent und auch 500 kW Wärme ungefähr Tag und Nacht auch im Sommer, sondern hier hat man ein neues BHKW installiert, das die vierfache Leistung hat, also in die vorhandene Gasmenge in einem Viertel der Zeit in Strom umwandeln kann, umgekehrt in drei Viertel der Zeit ruhen kann und Platz im Netz macht für Strom aus Wind und Sonne. Und hier ist ein bemerkenswert großer Gasspeicher dazu gebaut worden, einer, der 60 Stunden lang das Gas auffängt, auch wenn man die Gasmenge, die hier entsteht, gleich lässt, also stetig lässt. Und in diesem Gasspeicher ist die Biogasmenge drin, die man dann in 12 Stunden Dauerbetrieb von beiden BHKWs wieder zu Strom umwandeln kann. In dieser Zeit werden 25 Megawattstunden Energie freigesetzt, also ausgespeichert aus diesem Speicher. Und die, wenn man das mal sich vergleicht mit der Möglichkeit, den Strom in Batterien zu speichern, dann würden die Batterien für die allein für diese 25 Megawattstunden Strom in Preisen von 2025 etwa 10 Millionen Euro Investitionen auslösen. Das heißt, eine viel, viel größere Kosten auslösen als die Flexibilisierung dieser Biogasanlage. Die kostet diese Biogasanlage kostet eine Fördersumme, die insgesamt bei etwa 1,5 Millionen Euro liegt, aber 20 Jahre lang nutzbar sein wird. Das heißt, weniger als ein Zehntel der Kosten, die hier für die Batterien anfallen würden. Was man nicht sehen kann, ist, hier ist auch noch ein Wärmespeicher, der ist auch mit entstanden im Zuge der Flexibilisierung, erlaubt, dass in den Pausenzeiten der BHKWs trotzdem noch die volle Wärmeversorgung in das Nachbardorf fließen kann, nämlich in Rixdorf-Lebrade, das ist bei Plön in Schleswig-Holstein. Da steht diese Anlage und es ist eine von inzwischen über 100 hochflexiblen Anlagen, die wir Speicherkraftwerke nennen. Das Substratlager, ist vielleicht auch noch interessant, enthält, wenn es dann im Herbst gefüllt ist, ungefähr 5000 Megawattstunden Strom. Das heißt nochmal das 200-fache an Wärme- und Strommenge hier drin. Auch das 200-fache, wenn man das jetzt als Batteriespeicher anlegen würde, dann kämen wir schon in den Milliardenbereich. Das ist mit Bestandteil dieser Flexibilisierung. Und diese Anlage kann durch diese Flexibilisierung und durch diese saisonale, dadurch, dass das also im Herbst gefüllt ist, dieser Speicher von Biogasrohstoffen, natürlich auch die Biogaserzeugung im Winter in diesen Fermentern etwas steigern und mehr Wärme im Winter erzeugen und dafür im Sommer dann durch die Reduzierung der Fütterung etwas weniger erzeugen. Das passt auch in die Strombedarfe. Wie funktioniert das? Hier ist es nochmal schematisch aufgezeigt. Hier haben wir also eine konventionelle Biogasanlage mit einem normalen Gasspeicher, oft ein nicht abgedecktes Gärproduktlager, so wurden die früher gebaut. Und da kann man jetzt zur Flexibilisierung einen zusätzlichen Reingasspeicher dazu bauen, also einer, der schon gereinigtes und trockenes Gas enthält. Das Flex-BHKW sorgt dann dafür, dass es eben nur noch in den Zeiten einspeist. Hier, das sind die Einspeisezeiten im Verlauf von mehreren Tagen, in denen der Strom wirklich benötigt wird. Und dadurch, dass er jetzt natürlich auch die Wärme nur in den Betriebszeiten erzeugt, hier wird dann der Wärmepuffer mit aufgeladen. Übrigens, die Fermenter brauchen auch Wärme. Auch die Fermenter werden dann nur stoßweise aufgeheizt, aber das macht den Fermentern überhaupt nichts. Sie sind so groß und träge, die merken das gar nicht. Die brauchen nur eine ausreichend große Heizung, große Heizflächen, um in kürzerer Zeit die Wärmemenge auch aufnehmen zu können. Und aus dem großen Speicher werden dann stetig die zum Beispiel das Nahwärmenetz versorgt oder zumindest in den Zeiten, in denen das Nahwärmenetz oder irgendwelche andere Wärmeabnehmer ihre Wärme wirklich benötigen. In den Ruhezeiten übrigens,
wenn das BHKW ruht, ist der Speicher auch dazu da, um das ein bisschen warm zu halten, um dafür zu sorgen, dass das Motorenöl nicht abkühlt, dass dort kein Kondensat entsteht, weil das würde der Lebensdauer des BHKW schaden. Aber dadurch, dass die immer warm gehalten werden, also 50, 60 Grad Wärme nicht unterschreiten, ist das auch unschädlich für die Lebensdauer des BHKW. Natürlich kann man diesen großen Speicher, wenn man ihn denn hat, auch für weitere Wärmeerzeuger nutzen, also zum Beispiel Hackschnitzel oder irgendwelche Kesselanlagen oder auch eben Power-to-Heat, Wärmeabwärme, Wärmepumpen, Elektrolyseabwärme, die aus dem Strommarkt kommt, in diesen Wärmespeicher einspeisen und für das Nahwärmenetz verfügbar machen. Auf die Art und Weise wird diese ursprüngliche Biogasanlage mit anderen Wärmenutzungen gekoppelt und zu dem, was wir das regenerative Speicherkraftwerk nennen. So kann das schematisch aussehen. In der Draufsicht hier sei das Wärmenetz mit vielleicht auch gewerblichen Wärmenutzern. Hier ist im Zentrum der ganzen Angelegenheit der Wärmespeicher. Eine Wärmequelle ist eben die Biogasanlage mit ihrem BHKW. Das BHKW kann aber durchaus auch Wärme aus einem Erdgasanschluss bereitstellen, nutzen und einspeisen. Es ist aber und kann hier in dem Wärmespeicher auch Power to Heat eingespeist werden. Es ist aber durchaus auch denkbar, dass hier an dieser Stelle eine Gasaufbereitung und Einspeiseanlage installiert wird, dann rückwärts im Gas in das Wärmenetz einspeist, wenn dieses Speicherkraftwerk zum Beispiel mit einer Windanlage gekoppelt wird, in der zeitliche Übermengen an Strom zu Gas umgewandelt werden. Das Zentrum ist also das Wärmenetz und der Großpufferspeicher. Sinnvollerweise natürlich wird biogene Kraft-Wärme-Kopplung hier installiert, eben aus Biogas, Biomethan oder Synthesegas. Und wenn nötig, wenn möglich, auch weitere Wärmequellen können hier dazugeschaltet werden. Diese BHKWs, die jetzt hier installiert sind und sind dann in der Lage, gemessen an der Residuallast, das ist hier diese graue Kurve, das ist die Last, die bisher durch konventionelle Erzeuger gedeckt werden. Hier ist eine Woche mit relativ wenig regenerativer Erzeugung, außer hier am Wochenende. Da geht es mal unter die 10 Gigawatt, aber es geht auch mal rauf bis auf die 60. Die wird dann anschließend strommarktgeführt betrieben. Strommarktgeführt heißt, der Betreiber richtet sich nach den Kosten, nach den Erlösen am Spotmarkt. Der hat also dadurch auch einen Anreiz. Hier sind die Kosten aufgeführt. Hier haben wir tatsächlich bei sehr geringen Residuallasten in dieser Zeit, das war letztes Jahr, negative Strompreise unter Null. Hier ein paar Stunden lang. Da will man natürlich nicht einspeisen, weil man Geld mitbringen muss. Andererseits in den Zeiten von hoher Residuallast, hier die rote Kurve zeigt das jeweils an, die Strompreise, rechts ist die Skala, in Cent pro Kilowattstunde muss man noch ein Komma dazwischen machen. Das ist hier ein Euro pro Megawattstunde. Das zeigt also den Marktpreisen an, wann die Bedarfe hoch sind. Man kann sehen, wie genau der Markt auch abbildet, wann jeweils die höchsten die Bedarfsspitzen sind. Und der Betreiber, der bisher in Grundlast betrieben hat, kann durch die Flexibilisierung seiner Anlage die gleiche Wärmemenge, die gleiche Biogasmenge in viel kürzerer Zeit verstromen und eben im Taktbetrieb sich jeweils an die Spitzenzeiten halten und in diesen Zeiten sein Gas einsetzen, in diesen Zeiten seine Wärme erzeugen. Dadurch hat er auch mehr Erlöse. Das ist also ein wirkungsvoller Anreiz, ohne dass da irgendjemand dirigistisch eingreifen muss. Das ist ein sehr marktorientierter Beitrag zur Deckung der Residuallast. Wenn Sie jetzt fragen, warum, was soll das werden, wenn dann hier immer nur in so kurzen Blocks eingespeist wird, machen Sie sich klar, natürlich ist das hier für eine einzelne Anlage. Wir haben aber tausende von Anlagen, die potenziell flexibel betrieben werden können und die mehr oder weniger hohe Flexibilitäten bereitstellen. Und wenn man diese alle zusammenschaltet, dann kommt dabei heraus, dass die sich durchaus verhalten wie
konventionelle Kraftwerke, die flexibel fahren. Hier ist das aus einem Projekt, das nur ein Arbeitsstand, Zwischenstand, einem Projekt, in dem die Einspeisung der flexiblen Biogasanlagen gezeigt werden. Das sind bisher erst nur 150 Megawatt Spitzenlast. Es könnten 15 Gigawatt sein, also 100 Mal so viel. Nicht 150 Biogasanlagen, sondern vielleicht 5000 Biogasanlagen von den 9000, die wir in Deutschland am Netz haben, könnten so flexibilisiert werden. Und die erzeugen dann morgens und abends jeweils Spitzenlast und dazwischen gehen sie deutlich runter. Man sieht hier noch gar nicht auf Null, das heißt, die Flexibilisierung wäre hier also durchaus noch steigerbar. Aber sie folgen sehr genau dem Spotmarktpreis, das ist diese hellblaue Kurve und die dunkelblaue Kurve ist dann die Erzeugung von Strom aus diesen flexiblen Biogasanlagen. Und so sieht dann eine solche Anlage aus. Ich habe es am Anfang schon mal kurz gezeigt. Wiederum war zufällig, nicht zufällig, das ist durchaus eine typische Größe von 500 kW elektrischer Leistung. Das neue BHKW, der Gasspeicher, hier mal nicht ganz so groß. Hier ist dieser Wärmepufferspeicher zu sehen für die Wärmeversorgung. Und hier sehen wir das Substratspeicher eben in diesem Fall mit 4000 Megawattstunden Reserve für die Dunkelflauten. Das ist das, was wir brauchen. Die saisonale Flexibilisierung ist damit ja auch möglich. Ich hatte es eben schon erwähnt, also dass die Erzeugung, die so eine Biogasanlage hat, bisher stetig war und wo wir eigentlich übers Jahr hinweg durchaus sehr unterschiedliche Wärmebedarfe haben. Hier ist es mal gezeigt, die Biogasanlage selbst braucht ja Wärme. Die hier der Fermenter braucht seine Heizung. Hier sind in Rot die Haushalte in einem solchen Bioenergiedorf hier in Jünde. Dann haben wir noch ein paar Verluste, die man nicht wegdiskutieren kann. Und da sieht man, dass das also bisher sehr stark saisonal war. Natürlich im Januar sehr viel, im Sommer sehr wenig Bedarfe im Wärmebereich. Und die bisher stetig gefahrene Biogasanlage hat also eher im umgekehrten Rhythmus Wärme erzeugt. Die hatte im Sommer mehr Wärme übrig. Sie braucht ja auch weniger für die Fermenterbeheizung. Und es kommt jetzt darauf an, die umzuverteilen auf den Winter. Und wenn man die Anlage flexibilisiert, dann ist es durchaus möglich, durch entsprechende Verlagerung der Fütterung in den Winter das zu machen, was hier die grünen Balken zeigen, nämlich die flexibilisierte Biogasanlage, kann durchaus im Winter 30, 40, 50 oder noch mehr Prozent zusätzlich Gas verarbeiten und bereitstellen, wenn wir die Wärmebedarfe und die hohen Strombedarfe haben. Ein solches Speicherkraftwerk sollte aus allen Biogasanlagen werden. Und natürlich ist die Frage, gibt es da irgendwo in der Nähe von einer Wärmenutzung, einem Wärmebedarf, die Möglichkeit, ein Wärmenetz zu etablieren? Kann man an diesem Wärmenetz über den Erdgasanschluss Biomethan hinbringen oder ist in der Nähe eine Biogasanlage, möglichst nicht weiter weg als 5 Kilometer, dann kann man an das Dorf, an den Ort, wo ein Wärmenetz entstehen könnte, einen Satelliten-BHKW hinstellen. Das heißt, an die Biogasanlage anschließend ein BHKW, das aber über eine größere Entfernung bis zu 5 Kilometer oder auch mal 6 Kilometer weit wegstehen kann von der Biogasanlage, steht dann das BHKW. Und wenn nicht, dann ist die Frage, ob man es halt aus einem Erdgasanschluss versorgen kann, nämlich mit als Biomethan-BHKW oder anfänglich eben als Erdgas-BHKW. Und dann dieses BHKW im Stromnetz Geld verdienen lässt mit Strom, aber das eben nur zu Hochpreiszeiten laufen lässt, in den Zeiten, in denen wirklich Strom benötigt wird, um damit dann Wind und PV zu ergänzen, um die passende Stromeinspeisung und die Wärme in der Zeit in einen Pufferspeicher einspeist, dessen die Nutzung der Wärme zeitunabhängig macht und damit ermöglicht insgesamt auch durch die saisonale Fütterung, dass mehr Wärme im Winter erzeugt wird und dass man möglicherweise, wenn es sich um Biomethan-BHKW handelt, das Gasnetz als Speicher benutzt. Das lässt sich dann
gegebenenfalls ergänzen durch weitere Wärmequellen, also Biomasse, Heizkraftwerke, durch Holzhackschnitzel, Heizkraftwerke, durch Solarthermieanlagen oder auch durch Abwärme, und Power-to-Heat-Anlagen und damit eine Insel von regenerativer Wärme- und Stromversorgung schaffen. Das ist das, was wir aus Biogasanlagen idealerweise machen können und was möglicherweise Biogas in ein anderes Licht darstellt, als man das bisher so kennt und wo dann man auch sichtbar wird, dass Biogas wirklich eine sinnvolle Ergänzung ist zu der fluktuierenden Erzeugung aus Wind und Sonne und dass die Sektorenkopplung an Biogasanlagen eine wunderbare Ergänzung liefert in der Energiewende. Ich danke für die Aufmerksamkeit.